mir noch nicht so viel gespielt von diesem tollen Spiel. Wartet mal eben. Mach die Musik nur ein Stück leiser. Nur ein Stück. Weil das ist aber auch laut, oder? Also, ich schaffe heute mindestens 1150 Punkte und Expertenpunkte sind 1300 Punkte. Wollte ich. So. Weiter. Oh, wir haben einen neuen Tisch hier. Und die Omi kommt direkt an. Ach ja, wir haben auch noch so ein cooles Schild jetzt endlich. Die erste Omi kommt. Also, es ist relativ entspannt, denke ich mal noch. Kommt die zweite schon. Jetzt bin ich überfordert. Mein Gott. Du bist ja hoffentlich schneller als die Oma, oder? Komm. Wie hieß er nochmal? Ich hab's ganz vergessen. Aber du musst heute ein richtig guter Mensch sein. Aus dem Bett gleich erstmal was... Ach, das ist... Es ist halt so ein bisschen problematisch, dass ich nicht sofort hier mal alles lesen kann, weil ich halt schnell reagieren muss. Aber die Level gehen ja nur so 2 Minuten. Also wahrscheinlich 5. Ich bilde mir das mit den 2 Minuten gerade einfach mal konsequent ein. So, dann haben wir hier einen Bonus. Und dann können wir die abkassieren. Aus dem Bett gleich erstmal auf den Reißverschluss getreten und gleich wieder... Aua. Oh, auf den Reißverschluss zu treten ist, glaube ich, echt schmerzhaft. Das kommt, glaube ich, so einem Legostein sehr nah. Wenn man, je nachdem dann natürlich auch noch drauf, man drauf tritt. Okay, das könnte jetzt fatal werden, was ich hier mache. Nein, wird es nicht. Geht alles gut. Oh. Müssen wir noch bei Laune halten. Uiuiui. Es wird gerade ein bisschen stressig. Man merkt schon, dass es mal ein bisschen weiter ist. Klingt lächerlich, aber es ist tatsächlich so. Versuche halt die ganze Zeit so Bonuspunkte zu bekommen. Weshalb ich die Leute nicht sofort abkassiere, weil du kriegst dann halt mehr Punkte raus. Ich will ja immer den Expertenmodus schaffen. Und ja. Ist sonst nicht so einfach. Ich bin heute Morgen quasi aufgestanden, wobei ich eigentlich noch total müde war, aber ich noch ein paar Sachen machen musste. Deswegen habe ich auch... Ich würde Samstag halt immer gerne eher anfangen zu streamen, aber es funktioniert halt irgendwie bei mir. Ja. Ist dann immer so kontraproduktiv. Ich glaube, die gleich kommen auch. Dann. Oder... Nein, jetzt bin ich... Oh, bin ich dumm. Ah. Shit, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe richtig Scheiße gebaut. Ah, es ist... Ah, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe... Ach, der Opa hat mich verwirrt, weil er selbst nicht wusste, wo er hingehen sollte. So ein Mist. Kriege ich mich gerade in diesem Popelspiel auf. Was wollte ich gesagt haben? Ich weiß es nicht mehr. Wir putzen jetzt hier erstmal den Tisch. Warten, bis die Oma hier sich entscheiden kann. Dann ist ja, glaube ich, dass die Oma tatsächlich viel, viel länger braucht als manch anderer. Aber okay. Wow, ein Tisch für den Holzsteg. Ja. Kommt mir nur um einen Tisch. Da kommen mit Sicherheit noch mehr Tische, weil da ist noch Platz. Aber das bedeutet auch, es gibt mehr Gäste. Das ist dann so, oh mein Gott. So, wir haben erstmal... Pferd haben wir jetzt eigentlich auch fertig. Also was muss man in dem Spiel machen und warum? Eis verkaufen, wenn nicht. Also die Hintergrundgeschichte ist aktuell folgende. Dass ich gerade überfordert bin, das zu erklären. Einen Augenblick bitte mal eben. So. Oh mein Gott. Tipp, das Tablett ist voll. Ja. Okay. So. Hast du da schon Musik gespielt? Hast du noch keine Musik gespielt? Ich sehe es genau. Also,
Die Hintergrundgeschichte ist, du hilfst deinem Onkel, der irgendwie in Geldnöten ist und irgendeine Pacht von seinem Restaurant nicht mehr bezahlen kann oder die Hypothek nicht mehr bezahlen kann. Und dann hast du vorgeschlagen, hey, ist doch kein Problem, ich kann dir finanziell helfen. Ich verkaufe einfach Limonade, das ist mein Limonadenstand. Ja, ich verkaufe mittlerweile Eis. Ich habe Limonade zu keinem Zeitpunkt verkauft, glaube ich. Außer, dass, wenn das hier Eis ist, bin mir da nicht sicher. Und dann hast du halt, es gibt halt verschiedene Läden. Das ist halt so der erste Laden, in dem du bist. Und dann spielst du halt das Level. Und in jedem Level kriegst du mehr Essenssachen dazu. In jedem Level kommen mehr Leute. Und in jedem Level musst du halt eine höhere Punktzahl schaffen. Und es wird am Ende immer ein bisschen hektisch. Also bei mir zumindest, weil ich zu viel Luft dafür bin. Dann kannst du noch dein Restaurant dekorieren. Wir haben jetzt 300. Das cool, ein Spielplatz. Wir können noch einen Tisch kaufen. Machen wir mal, weil dann haben wir auch mehr. Genau, das ist. Und hier unten sind wir gerade bei dem Restaurant. Und man sieht ja schon, hier ist noch ein Restaurant. Ich weiß nicht, ob jedes Gebäude ein Restaurant ist, aber es müsste. Weil es sind, glaube ich, immer so 5 Restaurants im Spiel. Und mit dem Geld, was ich dann erwirtschafte, versuche ich eben meinem Onkel finanziell zu unterstützen. Und dann sagt ihr, machst halt jeden Tag so einen Tag und dann schaff heute mindestens 1250 und Expertenpunkte ist 1400. Und wenn du Expertenpunkte nämlich kriegst, dann kannst du das Restaurant am Ende komplett aufbauen. Wir haben jetzt zum Beispiel, Hotdogs machst du auch in 2 Schritten. Klick erst auf das Brötchen, dann auf die Soße. Da seht ihr, und jetzt haben wir den Hotdog und den Ketchup dazu bekommen. Und wir haben neue Tische. Woraus entsteht der Spielspaß? Die Grafik? Der Spielspaß steht einfach daraus, dass du... Also am Anfang ist das total gechillt, aber ich weiß, dass ich, glaube ich, im dritten Teil, das ist ja, den dritten Teil habe ich als erstes mal gespielt, dass ich am Ende in den letzten Level wirklich maßlos überfordert war, weil das so hektisch wird. Was ist das? Hallöchen, Jordan. Schön, dass du da bist. Das ist delicious. So wie ich. Aha. Und du versuchst natürlich immer, deine Leute irgendwie gut bei Laune zu halten. Und ganz wichtig ist es einfach, Sachen zu kombinieren. Also, du musst halt gucken, wie du wen abkassierst. Das steckt da tatsächlich, man glaubt es kaum, aber es steckt da ein bisschen Taktik hinter. Mit ihm kannst du die Leute am Tisch ein bisschen, wenn du sie warten lässt, aufheitern. Und was ich tendenziell immer probiere, ist, 2 Leute gleichzeitig abzukassieren. Weil das gibt es Extrapunkte. Und die Extrapunkte brauchst du immer, um dein Ziel zu erreichen. Lisa ist delicious, natürlich. Und meine Nase ist zu. Das ist nicht so delicious. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr, aber es ist ein bisschen anstrengend, merke ich gerade mal zu. So, und dann schickst du die Leute mal wieder dahin. Dann wird er ein bisschen. Siggi, so hieß er. Dann wird er ein bisschen angesickt wieder und dann sind die schon happy. Wenn die Herzen da sind, ist es immer gut, weil du kriegst dann immer quasi die maximal Erfahrung, die du haben kannst. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss mehr Geld für dich. Mehr Geld. Der Spiel, also wie gesagt, der Spielspaß ist halt einfach daraus, dass es mit in Taktik, tatsächlich ein bisschen Taktik dabei ist. So, und die muss ich jetzt schnell abkassieren, weil dann kann sich, weil die sind gleich fertig, dann können die sich hier hinten positionieren. Verdammt, aber jetzt kommt dieses Kind da rein. Dann machen wir das jetzt anders. Ah! So. Es ist schade, ihn konnte ich halt nicht kombinieren. Das ist halt manchmal die KIs da ein bisschen... Dass sie sich dann halt nicht dahin stellen, wo du das gerne hättest, so. Aber naja. Und das ist immer eine, die ist total gestresst. Also tatsächlich, die einzelnen Charaktere haben auch ein unterschiedliches Verhalten. Die kann ich tatsächlich mit der Oma nicht so gut kombinieren, weil dann wäre die nicht mehr so happy gewesen. Und das ist jetzt alles ein bisschen doof, weil jetzt auch keine Tische mehr da sind und wir sind bei weitem noch weit. Jordan, wie geht es dir denn? Darf ich dich fragen, wie du Hamburg überlebt hast? Also, du kommst ja aus Hamburg und, ne? War das nicht richtig, richtig kacke? Und ganz gemein sind in diesem Spiel sind immer diese Sachen, die du aus 2 Schritten zusammenbasteln musst.
gibt nachher, boah, das habe ich im dritten Teil geliebt, es gibt da ein Barbecue-Restaurant. Das Restaurant, wo du anfängst. Das ist einfach, das hat einfach Spaß gemacht, weil du immer das Fleisch braten musstest. Und das Gemeine daran war halt, du musstest halt das Fleisch braten. So, wir probieren ihn jetzt warten zu lassen. Das heißt, ich schicke Siggi hier jetzt einfach kacken 30 nochmal hin. Die Frau braucht aber nicht so lange tatsächlich für entscheiden. Das ist ganz praktisch. Achso, er möchte auch noch. Okay. Oh. Nein! Fuck! Das ist nur ein Zweiertisch und jetzt war ich... Ah, Mist! Das Problem ist gerade, ich habe eine Vierergruppe verloren. Das ist nicht gut. Weil ich den Jungen nicht zu schnell abkassiert habe und der Tisch auch noch nicht sauber war. Mist! Das ist halt so... Also, John, wenn du da nicht drüber reden willst, natürlich kann ich das absolut nachvollziehen. Ich bin einfach nur ein neugieriger Mensch. Warum sind die nicht mehr happy? Siggi, müssen was da tun. So, wir haben jetzt unser Tagesziel auf jeden Fall erreicht, das Level. Und in Hamburg ist niemand zum Leben gekommen. Das habe ich auch nicht behauptet. Es geht auch. Ich meinte auch nur, in dem Fall, ich meinte ja auch nicht so, dass da jemand gestorben ist. Ich meinte einfach... Wie das so war. Du bist gerade in FIFA, alles klar. So, und jetzt kann ich mich entspannen. Jetzt haben wir das Level auf jeden Fall geschafft. Sogar mit den Expertenpunkten. Alles gut. Aber trotzdem war es schon krass. Und Hamburg ist relativ groß. Ich hätte da gar nichts von mitbekommen. Aber man weiß nicht, wo er wohnt. Es kann ja auch sein, dass er mittendrin gewohnt hat. Ich habe halt auch... Der ist eigentlich mit diesem geilen Pizzaboten mitbekommen, der da so gechillt. Wieso mache ich den Tisch sauber? Wir sind eh gleich. Wir haben geschlossen. Warten wir einfach, dass die letzten beiden... Nehmen wir jetzt noch so ab. Aber ehrlich, ein Frenetic Geek übel. Schön auch, dass du da bist. Wie geht es? Ja, und dann dekorieren wir mal einen Tresen. Ja, aber das habe ich doch schon. Hä? Verstehe ich nicht. Achso, das verwirrt mich. Okay, okay. Alles klar. Wir können momentan nichts weitermachen. Klingelingeling! Das Studio Franco übernimmt Dekoration und Design. Sag mal, Franco, hast du gerade Zeit? Könntest du mir morgen vielleicht helfen? Das Geschäft boomt gerade. Du kennst doch meine Kochkünste, Emily. Ich würde sogar Wasser anbrennen lassen. Deshalb hätte ich eine Spezialaufgabe für dich. Sogar du kannst Tische abräumen. Ich bin morgen früh zur Stelle. Das ist ganz geil. Jetzt kriegen wir endlich jemanden. Franco kann nicht kochen, aber blitzschnell Tische abräumen. Jetzt können wir nämlich mit... Drehen wir eine zweite Figur hinzu, die ihm auch die Tische abräumt für uns. Hast du gestern Abend verloren? Es ging. Glaube gar nicht, tatsächlich, weil die Kinect... Witzigerweise, ich habe ein bisschen Vermutung, dass die Kinect mich mittlerweile erkennt, wer ich bin, weil ich immer als alleine stand und alle... Und dann hatten wir halt wieder das Problem, dass zwei oder drei Leute... Die Laura hat zum Beispiel immer für zwei... Bildchen getanzt, die Kinect registriert hat und manchmal dann eben auch drei. Also es war, wir haben ja auch gesagt, wir tanzen jetzt einfach nur. Wobei, also wenn wir zu zweit getanzt haben teilweise, da habe ich schon echt stark gewonnen teilweise. Ja, danke. Und dir, mir geht es echt gut. Nur meine Nase ist halt zu und ich weiß warum. Und das geht mir ziemlich auf die Nerven tatsächlich. So, war alles gut bei mir. Wohne im Osten, da war nichts los. Ja, dann ist ja wirklich gut, Jordan. Das ist ja wirklich gut. So, dann starten wir mal Tag 7. 1300 und Experten 1500.
So, wir haben jetzt, der Helfer räumt die Tische ab. Klick auf einen Tisch, er übernimmt dann die Arbeit und du hast mehr Zeit für die Bestellung. Bedeutet aber auch, es wird jetzt hektischer. Aber Hallöchen Pumpkin, schön, dass du auch wieder da bist. Es sieht so aus, als hätten würden wir hier auch noch was bekommen. Also bestimmt hast du sowas wie Senf oder dergleichen. Vielleicht kann sich das Kind noch schnell entscheiden, ich weiß es nicht. Ja, doch. So, direkt mal 110 bei zwei Kleinkindern abkassiert. Okay, jetzt beginnt es wirklich so, dass ich überfordert bin. Ah, fuck, ich habe eine Cola vergessen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn Bestellungen nicht vollständig sind. Ah, da habe ich Punkte verloren. Ich möchte doch nicht immer Punkte verlieren. Okay, auf die Tische müssen wir nur klicken. Wird hier noch irgendjemand fertig? Jawoll. So. Ich würde sehr nerven, wenn ich irgendwas essen will und ich dann einen Typen. Ja, mich auch. Also, ja, mich nervt sowas auch vollkommen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber in diesem Spiel nervt das nicht. Weil wenn man sich mal anguckt, wie Sigi sieht aus, als würde der Drogendeal noch im Park. Also, naja. War ganz schön oberflächlich jetzt von mir, ist richtig. Kann ich aber auch nichts für. Ich meine, der stand hier hinten im Schatten. Was hätte ich denn denken sollen im ersten Moment? Und wieso werden die Bestellungen gerade alle so groß? Das befordert mich. So, jetzt müssen wir warten, dass die Frau noch was... Ich brauche deine Bestellung. Gib mir deine Bestellung. Gib mir deine Bestellung. Los. 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 Gott. Okay, die Kinder können noch warten. Sigi, spiel die alten Leute an. Komm, sag mir, was du haben möchtest. Sag doch mal, was du haben möchtest. Mein Gott. Noch das Erdbeereis. So, angesiegelt wie Tier. Ich kann mit Zeitdruck nicht leben, wobei ich da eigentlich am besten arbeite, tatsächlich. Nein. Ach, scheiße. Ah. Okay, so ging das. Braun Hotdog, rotes Eis, blaues Popcorn noch hier. Jetzt bin ich raus. Das ist das Problem, ne? Was fehlt mir hier noch? Eine Cola? Nein. Das hier fehlt mir noch. Oh mein Gott. Scheiße, verkackte Axt. Ah, Panik. Wieso habe ich jetzt die Cola hier vergessen? Warum ist die Cola nicht hier? Warum? 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 Wieso habe ich dieses verkackte rote Eis hier noch? Und, ah, kann mit diesem Druck doch nicht umgehen. Ich kann mit diesem Druck nicht umgehen. Oma, sei schneller. Komm schon. Oh, der Erste wird sauer. Oh, die Ersten werden sauer. Wir müssen ihn abbestellen. Das wäre sonst nicht gut geworden. Ah, ja, 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 ja. Okay, wir müssen jetzt nur noch die Experten reinkriegen. Es ist geschossen, es sind die letzten Leute. Das heißt, ich darf jetzt hier nicht verkacken. Ja, stresst mich nicht. Stresst mich nicht. Mach den Tisch mal sauber. Boy. Die Jugend von heute ist auch immer so pissig sofort. Oh, so. Oh, ist das gar kein Girl? Ich würde sie ja nerven. Nein. Das ist... Nein, Sigi ist kein Girl. Sigi ist ein Penner, offensichtlich. Also rein optisch. Gehen wir mal davon aus. Boah. Ah, so, das ist... Jetzt fängt eigentlich der Spielspaß in dem Spiel richtig an. Die ersten Tage sind halt noch so, ja... Pff, halt so...
ganz gechillt, aber dann ist es halt so wirklich, wo du denkst, so, Gott, was mache ich jetzt? Was ist das denn hier? Rasen? Rasen. Wir können Rasen für 400... Ja, lass einfach Rasen. Wir kaufen einfach Rasen. Für ja, ein Hippie. Ja. Es wird immer voller. Ohne Frank und Siggy würde ich das... Es würde ich es nicht schaffen. Wir brauchen jetzt 1800. Übertreib. Wo ist jetzt die Rasenfläche? Ist die, doch, die Rasenfläche sieht anders aus. Ne? Was war denn da vorher? Jetzt haben wir hier auch noch einen Vierertisch. Das heißt, die Bestellungen werden noch größer. Ich frage mich auch die ganze Zeit, wann kriegen wir hier den nächsten Tisch? Sie wird auf jeden Fall langsamer sein als sie.